Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Jüdischen Museums Berlin. Ich begrüße Sie sehr herzlich in der Akademie des Jüdischen Museums Berlin. Wir freuen uns ganz besonders, heute Abend Karl von der Heyden zu Gast bei uns zu haben. Im Gespräch mit Knut Elstermann wird er uns gleich seine Lebenserinnerungen vorstellen, die jüngst im Bebra Verlag in deutscher Übersetzung erschienen sind. Von Berlin nach New York ist der Titel seines Buches. Von der Heyden konzentriert sich darin auf ein gutes Vierteljahrhundert, das durch Krieg, Vernichtung und weltgeschichtliche Umbrüche gekennzeichnet ist. Er steht für eine Generation, die nach den Kriegserfahrungen in Deutschland und der Nachkriegszeit den Blick auf die neue Welt richtete. Dort in den Vereinigten Staaten von Amerika ging er sehr erfolgreich den Weg der unbegrenzten Möglichkeiten. Von der Heyden schildert uns, wie er sich viel früher als viele andere während seines Studiums bereits intensiv mit den Verbrechen Nazi-Deutschlands auseinandersetzt. Mit dem Studienabschluss in den USA und einem Ausblick auf die Einbürgerung endet das Buch. Ganz untypisch für Autobiografien erwähnt von der Heyden seine glänzende berufliche Karriere in den USA nur am Rande. Stoff für einen zweiten Band hätte er wahrlich gehabt. Gestern Abend, so viel darf ich verraten, lieber Herr von der Heyden, vertrauten Sie uns an, was ich schon ahnte. Sie sagten, der zweite Abschnitt meines Lebens ist eigentlich der weniger interessante. Damit bestätigte von der Heyden das Offensichtliche. Eitelkeit hat den Autor nicht angetrieben. Dabei bitte sogar ein dritter Band mit dem Titel Zurück nach Berlin eine fesselnde Lektüre. Darin müssten seine Führungsrollen bei der American Academy in Berlin, aber auch seine Unterstützung für das Jüdische Museum Berlin eine prominente Rolle einnehmen. Dem Jüdischen Museum Berlin ist Karl von der Heyden seit Jahren verbunden. Beide Engagements sind Ausdruck seines Interesses an den großen Fragen der deutschen Geschichte und an der Gestaltung einer neuen, einer besseren Gesellschaft in Deutschland. Die Herausforderungen durch Diskriminierung, Intoleranz und Populismus sind in den letzten Jahren nicht weniger geworden. Und das ist für uns umso wichtiger, Freunde wie Karl von der Heyden zu haben, an unserer Seite zu wissen. Es sind auch diese Freunde, die es dem Jüdischen Museum Berlin ermöglichen werden, ein neues Kindermuseum zu errichten, das zusammen mit der neuen Dauerausstellung im Mai des nächsten Jahres eröffnen wird. Und nun freue ich mich auf einen spannenden Abend und übergebe das Wort an Professor Gerhard Kasper, Trustee in Residence bei der American Academy. Noch eine kleine Information vorab. Unser Museumsstopp hat einen Büchertisch bereitgestellt zu meiner Rechten. Und ich habe mir sagen lassen, dass Herr von der Heyden auf Wunsch gerne Exemplare signiert. Und im Anschluss sind wir alle auf ein Glas Wein eingeladen. Ich danke Ihnen sehr. Also an sich bräuchte ich gar nicht hier aufzustehen, denn Sie haben alles schon gehört, alles, was ich zu sagen habe, haben Sie schon gehört, einschließlich meines Namens. Ich bin Gerhard Kasper und ich bin der Trustee in Residence in der American Academy. Ich werde diesen Herbst hier verbringen. Karl, Mary Ellen, es ist wundervoll, einen zweiten Abend mit euch zu verbringen und heute Abend sehr viel zu hören. Die American Academy ist der Kooperationspartner mit dem Jüdischen Museum und dem Bebra Verlag für diese Veranstaltung heute. Und wir sind der Kooperationspartner, wie Sie im Grunde auch schon gehört haben, weil Karl, der ehemalige Co-Chair unseres Boards, des Boards der Academy ist, und er gehört in der Tat zu den Gründern der Academy 1994. Und er hat eine glänzende Karriere gehabt als CFO von Heinz, PepsiCo, Nabisco, wo er auch der Chief Executive war. Also eine große Business-Karriere, über die wir, wie wir gerade gehört haben, nichts hören werden. Nichts. Surviving Berlin heißt, das ist ein sehr interessanter Unterschied. Das amerikanische Buch heißt Surviving Berlin.
das ist etwas Dramatisches und deutet an, dass das nicht ohne, dass man das nicht unbedingt annehmen konnte, dass man das überleben würde. Und jetzt heißt es von Berlin nach New York. Barbara von Bechtolz haben die Übersetzerin, ist auch hier und ich habe beide Versionen gelesen, die englische und die deutsche, und es ist sehr gut, Sie sollten sich unbedingt kaufen. Es ist sehr lesbar, sehr lesbar. Ich möchte Ihnen aber gerne zwei Absätze vorlesen aus dem, das soll Sie nicht daran hindern, es zu kaufen, weil Sie die zwei Absätze gehört haben, vorlesen. Karl schreibt: Ich kam im Sommer 1936 in Berlin zur Welt. Zwischen dem Alter von 3 und 9 Jahren war mein Leben geprägt vom Krieg, der sich über mir und um mich herum abspielte. Auch wenn ich noch ein Kind war, nahm ich meine Umwelt sehr genau wahr. Wie viele Kinder, die Gewaltkonflikte miterleben, wurde ich früh erwachsen. Zwar taten meine Eltern ihr Bestes, um mich von allem Übel fernzuhalten, aber der Krieg forderte doch seinen Preis. Zuerst, indem er unser Alltagsleben durcheinanderwirbelte, später durch massive Zerstörung und Entbehrung. Ich erlebte beides hautnah mit. In den Jahren nach dem Krieg litten meine Familie und ich, wie Millionen Deutsche, ständig an Hunger. Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen und 1,5 Jahre jünger als Karl, aber das sind auch meine Erlebnisse natürlich. Viele Jahre später, nachdem wieder Frieden in Deutschland eingekehrt war, bestimmten die Folgen dieses fürchterlichen Krieges noch immer mein Leben. Ich verbrachte Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre an der Duke University im US-Bundesstaat North Carolina viel Zeit damit, mich in alte deutsche Zeitungen zu vertiefen und mir zusammenzureimen, was die Nazis getan hatten. Vor allem, und nun das ist sehr bemerkenswert, vor allem wollte ich verstehen, was meine Eltern wussten. Und ich wollte herausfinden, wie in einer kultivierten Gesellschaft Massenmorde größeren Ausmaßes begangen werden konnten. Noch heute, 70 Jahre später, leide ich, wie viele Deutsche meiner Generation, an Schuldgefühlen wegen der Verbrechen, die vielen Millionen Juden und anderen Minderheiten angetan wurden. Es ist wirklich ein bemerkenswertes, sehr offenes und ehrliches Buch. Und nun werde ich, es kommt noch ein Redner, glaube ich. Ja, natürlich. Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ulrich Hopp und ich darf Sie im Namen des Bebra Verlages hier sehr herzlich willkommen heißen zu der Vorstellung des Buches eines besonderen Menschen und seiner Geschichte, nämlich von Karl von der Heyden, von Berlin nach New York, ein Leben in zwei Welten. Und das an einem ganz wunderbaren Ort, der Michael Blumenthal Akademie im Jüdischen Museum. Dieser Ort erinnert uns Deutsche nicht nur an die Höhepunkte jüdischer Kultur und jüdischen Geisteslebens, sondern auch an den Tiefpunkt der deutschen Geschichte in den 1930er und 1940er Jahren, als Hass, Hetze, Ignoranz, Intoleranz, Ausgrenzung und Aggression sich immer mehr steigerten und in einen unglaublichen Massenmord mündeten. Aus der Geschichte lernen heißt für mich heute, bereits diese Anfangsszenarien zu bekämpfen und frühzeitig Stellung zu beziehen für Meinungsfreiheit, Vielfalt und Demokratie. Und das ist es auf den kleinsten Nenner gebracht, was Karl von der Heyden mit seinem Buch »Von Berlin nach New York« schafft. Der Tagesspiegel hat in einer Rezension eine Aussage Karl von der Heydens treffend auf den Punkt gebracht. Nach 80 Jahren verschwinden die Erinnerungen an die Geschichte. Lange geht es gut, dann beginnt wieder eine gefährliche Zeit. Dem kann man nur entgegenwirken, wenn man die Erinnerungen wachhält. Und das tut das Buch von Karl von der Heyden. Aus verlegerischer Sicht ist es darüber hinaus spannend, erzählte Zeitgeschichte, verwoben mit einem einzigartigen Lebenslauf. Darin steckt Berliner, ja deutsche Geschichte, verbunden mit einem transatlantischen Blick. Besser kann man das Geschehen nicht vermitteln. Es ist also genau das, was inhaltlich Teile des Verlagsprogrammes unseres Verlages auszeichnet. Als unabhängiger Verlag ist es uns nicht möglich, den amerikanischen Buchmarkt zu beobachten, um auf besondere Bücher wie diese zu stoßen und sie ins Deutsche übersetzen zu lassen.
Doch es gibt Menschen, die das tun und solche preziosen Verlagen vermitteln. In diesem Fall war das Barbara von Bechtolsheim, die in der American Academy in Berlin die Vorstellung der amerikanischen Originalausgabe mit Carl von Heyden miterlebte. Über einige Kontakte wurde sie auf uns aufmerksam und stellte das Projekt vor. Wir zögerten nicht und baten sie, um Kontakt mit dem Autor in New York aufzunehmen, um alles weitere in die Wege zu leiten. Es kam schnell zu einer Einigung und dann hat Frau von Bechtolsheim sich der Aufgabe gestellt, das Buch ins Deutsche zu übertragen, was ihr ganz wunderbar gelungen ist. Liebe Frau von Bechtolsheim, haben Sie herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre tolle Arbeit. Eine solche Veranstaltung professionell zu organisieren, kann man nicht ohne kompetente und engagierte Partner. Das ist zum einen das Jüdische Museum, dem wir diesen Raum verdanken und das den heutigen Abend organisiert und umfangreich beworben hat. Und dann, schon besagt, die American Academy in Berlin, der wir es zu verdanken haben, dass Barbara von Bechtolsheim dort auf Carl von der Heyden aufmerksam wurde. Auch sie hat diese Veranstaltung als Mitveranstaltung möglich gemacht. Und schließlich war das Bard College Berlin immer für uns ansprechbar. Allen drei Institutionen danke ich herzlichst auch im Namen von Carl von der Heyden für die großzügige Unterstützung. Gestatten Sie mir an dieser Stelle, mich auch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu bedanken, hier namentlich Caroline Flach und Robert Zakola, die für das Gelingen der Veranstaltung maßgeblich beigetragen haben. Und nun kommen wir zum eigentlichen Zweck des Abends. Carl von der Heyden werde ich Ihnen nicht weiter vorstellen, denn das wird Knut Elstermann, der gleich das Gespräch führen wird, ausführlich machen. Und Knut Elstermann muss man eigentlich nicht vorstellen. Ich mache es trotzdem kurz. Er ist ausgebildeter Journalist und er arbeitet für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er ist einer der bekanntesten Moderatoren von Radio 1 und einer der profiliertesten Experten im Themenbereich Film. Darüber hinaus schreibt er selbst Bücher, einige davon auch für den Bebra Verlag. Was beide Protagonisten, Carl von der Heyden und Knut Elstermann, gemein haben, ist, dass sie sich schon in jungen Jahren für den Journalismus interessierten. Bei Knut Elstermann hat sich das dann auch verfestigt. Beide haben mit dem Filmbusiness intensiven Kontakt und beide schreiben Bücher. Und nun begrüßen Sie mit mir bitte Carl von der Heyden und Knut Elstermann hier auf der Bühne. Und ich glaube, wir werden einen interessanten und sehr schönen Abend erleben. Vielen Dank. Vielen Dank für die tollen Einführungsworte von allen dreien. Vielen Dank. Es war, glaube ich, eine gute Vorlage für uns schon mal. Ganz herzlich willkommen von uns. Wir haben uns geeinigt auf Karl und Knut. Bei so einem langen Namen kann man das mal abkürzen auf Karl. Also wundern Sie sich nicht, es wird bei Karl und Knut bleiben. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir reden können über ein Buch, das klang ja jetzt auch schon an, das so direkt und unmittelbar ist, so unverstellt uns mitnimmt. Und das ist übrigens wirklich auch eine große Leistung der Übersetzerin, dass es auch gesprochene Sprache blieb beim Schreiben. Nicht, sie haben nicht der Versuchung erlegen, daraus eine literarische Sprache zu machen. Es ist immer Oral History. Und Karl, das wäre schon meine erste Frage, das ist Ihnen ja auch so wichtig, dass Sie immer betonen, hier erzählt jemand ganz unmittelbar, und der Ton ist, wie gesagt, erhalten geblieben, von seinem Erleben. Er will keinen Roman schreiben, er will nicht die große Reportage schreiben, sondern Oral History. Warum ist Ihnen das so wichtig? Weil ich sonst das Buch gar nicht hätte schreiben können. Ich bin gar kein Schriftsteller. Und das Buch ist dadurch entstanden, dass ein amerikanischer Television-Journalist, Mark Rosenwasser, mich interviewt hat über viele Wochenende. Und wir das alles dann also transkribieren und umgeschrieben haben, also aufgezeichnet haben. Und schließlich ist es in Buchform gekommen. Ich habe natürlich da mitgearbeitet und teilweise Sachen geändert und geschrieben und so weiter. Aber es war eigentlich wichtig, dass es eine Oral History ist, weil es, glaube ich, interessanter ist, als wenn ich das Buch selbst geschrieben hätte. Und auch anekdotischer ist, also dass es sich gut lesen lässt. Nicht? Das ist auch wichtig. Ich muss dazu sagen, vielleicht ist Ihnen gar nicht klar, was für ein historisches Ereignis ist, auch im Leben der Familie, weil Karl heute das erste Mal seit 60 Jahren wieder vor einer großen Menschenansammlung Deutsch spricht. Also Sie sind alle dabei und können das später nochmal dann erzählen. Und das hat ihn auch etwas nervös. Ja, ne? Das ist schon mal ermutigend. Knut kann
sehr gut, perfekt Englisch. Und er hat mir gesagt, er hilft mir, wenn mir Worte fehlen. Ich glaube, ich kann auch ganz gut Deutsch sprechen. Ja. Aber ich glaube, das Berlinern ist mir nicht mehr geläufig. Ja. Ich glaube, ich kann nicht mehr Berlin sprechen. Ja, das stimmt. Wir bleiben lieber beim Hochdeutsch. Und was ich auch noch vielleicht vorweg noch sagen muss, was ich auch interessant finde, auch das ist für Sie ja ungewohnt, dass Sie heute wirklich plaudern werden, erzählen werden. Denn er hat mir mal erzählt, als Geschäftsmann, noch dazu in den USA, passt man höllisch auf und sagt immer lieber weniger als zu viel. Man könnte ja sofort verklagt werden. Das kann hier nicht passieren. Ja, gut. Aber es ist wirklich so, ja. Vielen Dank dafür. Ja, Sie passen dann. Müssen bei uns jetzt nicht so aufpassen. Oral History, eben als gesprochene Sprache, als Erzählen. Wie war denn der Prozess der Erinnerung? Sie schreiben da auch mal sehr schön drüber in dem Buch, dass Sie natürlich auch Ihren eigenen Erinnerungen, ich glaube, wir alle, misstrauen, dass Sie nicht genau wissen, was stimmt. Wir misstrauen unseren eigenen Erinnerungen. Und erstens mal die gute Sache ist, dass ich keine Geschichte schreibe, die man also dann untersuchen muss, alles doppelt bewahrheiten muss. So wenn ich mal einen Fehler mache, der auch vielleicht im Buch drin ist, geschichtlich, dann ist das, glaube ich, erlaubt in so einem Memoir. Aber die andere Sache, die für mich sehr interessant war, ist, dass Mark Rosenwasser, der sehr gut Interviews macht, der hat aus meinem Gedächtnis Sachen rausgepult, die ich überhaupt nicht wusste, dass sie hatte noch im Gedächtnis waren. Nicht? Und insofern war das sehr, sehr wichtig, dass er da mitgearbeitet hat. Er hat auch das Vorwort geschrieben, nicht? Das ist, hier ist auch ein Vorwort von ihm. Nein, das Vorwort ist von einem anderen Freund geschrieben worden, der jetzt Norman Perlstein, der ein guter Freund ist und aus der Geschäftswelt kommt und der jetzt der Chefredakteur der Los Angeles Times ist. Da kommen wir gleich an einer Stelle, die wir vielleicht hier abarbeiten können, weil es wurde auch in den Reden zu Recht erwähnt und das hat mich auch wirklich sehr beschäftigt. Ich darf das wirklich sagen, Sie sind ein bescheidener Mann, aber ich finde offen gestanden Ihren Lebensweg geradezu unglaublich. Also das muss man sich wirklich noch mal vorstellen, wir werden es ja ein bisschen skizzieren im Verlauf des Abends. Da geht jemand aus dem zerstörten Berlin eigentlich mit gar nicht besonders guten Voraussetzungen, jetzt keine Eliteschule, auch in Deutschland, nach Amerika und ist später eben Vorstandsmitglied von einigen Weltkonzernen. Also mir ist das offen gestanden nach wie vor auch ein bisschen Rätsel, zumal es im Buch ja nicht das große Thema ist. Also wäre so eine Karriere zum Beispiel heute überhaupt noch möglich oder ist das auch so eine Nachkriegsgeschichte? Ich glaube noch nicht mal, dass meine Karriere, ich meine, bestimmt in diesem Zimmer gibt es Menschen, die den Zweiten Weltkrieg mitgemacht habe, wie ich als Kind. Nicht? Also das ist nichts Ungewöhnliches. Und dass ich später nach Amerika gegangen bin, ist auch nichts Ungewöhnliches, glaube ich. Ich bin ziemlich früh gegangen und hatte keinerlei Erfahrung mit USA. Und man hat mir auch nicht sehr viel dabei geholfen. Und ich musste mich da zuerst so ein bisschen durcharbeiten. Aber ich glaube, um Ihre Frage zu beantworten, das kann heute genauso gut passieren. Okay. Es gibt, wenn Sie sich Silicon Valley ansehen, die Anzahl der Einwanderer, die dort große Positionen erreichen, jeden Tag, ist erstaunlich. Nicht? Sowohl aus Europa, aber meistens aus Asien. Also wenn jetzt hier doch noch einige jüngere Leute sind, das macht ja dann auch Hoffnung, dass man vielleicht dann doch noch was ganz Großes werden kann. Ich muss diese Frage auch stellen, die sehr persönlich ist. Vielleicht können Sie sie gar nicht beantworten. Aber wir sind jetzt auch schon mehrfach begegnet, haben gesprochen, das vorbereitet, ich habe das Buch gelesen. Ich frage mich auch, ich habe mir offen gestanden, Klischee, entschuldigen Sie, so ein Top-Manager auch etwas anders vorgestellt. Also in seiner ganzen Ausstrahlung und Aura. Das ist mir ein Rätsel. Haben Sie da ein Korrektiv vielleicht auch gehabt in Ihrem Leben, dass Sie eben nicht diese Höhe vielleicht bekommen haben oder vielleicht eine hochfahrende Haltung? Nein, ich habe ja unten angefangen und wenn man sich so hocharbeitet, dann kommt man ziemlich zu dem Gelegenheit, wo man öffentlich sprechen muss, irgendwie. An Aktionäre oder andere Mitarbeiter und so weiter. Und da hatten wir einen in PepsiCo, der sich darauf spezialisierte, Public Speaking. Und können Sie mich hören? Sie, ja. Dankeschön. Und der hat mir
Lektionen gegeben über das Public Speaking. Das ist nicht nur das Sprechen, sondern auch die Body Language, also die Körper, wie man sich körperlich verhält. Und das hat mir sehr geholfen. Habe ich meinen Sohn später auch empfohlen. Und der hat es auch gemacht. Und das hat ihm auch sehr geholfen. Und mit einer Weile gewöhnt man sich daran, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Karl, das glaube ich, das meinte ich aber eigentlich gar nicht, sondern ich meinte eher das. Es wurde auch vorhin, glaube ich, gesagt, also diese Bescheidenheit, diese Zurückhaltung und Bescheidenheit. Ich habe mir vorgestellt, jemand, der da mit Millionen rumjongliert sein Leben lang, würde vielleicht auch eine andere Form des Auftretens haben. Also sie wirken auf mich wirklich immer bescheiden und sehr geerdet. Ja, die Geschäftswelt, zumindest in den USA, besteht ja aus Teamwork. Man kann das größte Genie sein, wenn man nicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann und sie als Kollegen und Freunde gewinnen kann, dann kommt man nicht voran. Und man muss also wirklich sich als ein Teil des Teams fühlen. Auch wenn man mal später Leiter wird, muss man ein Team leiten, nicht individuelle Leute. Nicht? Und so, insofern ist dieses Informality und eine gewisse Bescheidenheit ein Vorteil, glaube ich, für auch Top-Leute in Amerika. Menschlich ist es sowieso ein Vorteil. Menschlich sowieso, ja. Ganz klar. Wir kommen auch gleich dann wirklich zu der Biografie und zu den Anfängen, die ja auch schon angeklungen sind. Aber vorher muss ich doch noch eine naive Frage stellen, weil ich mit der Geschäftswelt gar nichts zu tun habe, außer mit diesem erfolgreichen Verlag hier. Nämlich die Frage, wie kann es sein, dass jemand für Heinz, also für Ketchup arbeitet, das ist jetzt Schleichwerbung, na, wir sind unter uns, aber auch für Disney. Also das sind doch völlig unterschiedliche Felder. Genau, stimmt genau. Schon, ja. Es ist Folgendes, wenn man zu einem gewissen Grad im Management kommt, dann sind die Fachkenntnisse über die Industrie etwas weniger wichtig als die allgemeinen Kenntnisse, wie man die Strategie macht und wie man die Gesellschaft weiterentwickeln will und so weiter. Und ich muss hier unterscheiden, es gibt Gesellschaften, für die ich gearbeitet habe als Angestellter, auch als leitender Angestellter. Und dann gibt es eine ganze Menge andere Gesellschaften, wo ich im Aufsichtsrat war. Und bei DreamWorks Animation war ich im Aufsichtsrat. Das heißt, die haben 8 oder so Aufsichtsratssitzungen im Jahr und zwischendurch gibt es auch was in den Komitees und so weiter. Aber das ist nicht dasselbe, als wenn man selbst für die Firma arbeitet. Und bei Disney... nicht Disney, Gottes Willen, das war der Konkurrent. DreamWorks. DreamWorks Animation. Ja. Das war eine Gesellschaft, die wurde aus Spielbergs DreamWorks herausgespult und wurde eine unabhängige Gesellschaft und die dann auch in der Börse notiert ist. Und wenn eine Gesellschaft jetzt öffentlich ist, zum ersten Mal, dann gibt es sehr häufig Probleme mit den Managern, die das nicht gewohnt sind, weil sie für eine private Gesellschaft gearbeitet haben. Und ich hatte so viel Erfahrung mit öffentlichen Gesellschaften, dass mich DreamWorks gebeten hat, dem Aufsichtsrat beizutreten, nicht weil ich Animation konnte, sondern weil ich mich mit der Börsenwert auskannte. Also praktisch die finanzielle Seite des Unternehmens gut kannte. Also DreamWorks, nicht Disney, was auch nochmal klar zu. Es hätte aber auch Disney sein können, von der Arbeit her. Ich hoffe, Sie fanden das auch so interessant wie ich, weil das steht im Buch überhaupt nicht drin. Sie haben also jetzt Hintergrundwissen nochmal bekommen zur Geschäftswelt, zu dem, was in den zweiten Band dann vielleicht kommt, was ich mir auch gut vorstellen könnte, weil es eben wirklich in der Tat eine unglaubliche Laufbahn ist. Das muss man einfach an der Stelle nochmal betonen. Sie haben in den USA, und das kann man immer wieder deutlich sagen, nicht nur wirtschaftlich Ihr großes Glück gemacht, sondern auch persönlich. Auch privat. Sie haben Ihre große Liebe gefunden, geheiratet, haben 2 Kinder bekommen. Und es wäre jetzt mal eine gute Stelle, glaube ich, Ihre Frau und Ihre Tochter ganz herzlich zu begrüßen. Mary Ellen und Ellen sind nämlich bei uns. Herzlich willkommen. So good to have you here. Hi. Welcome. Hey. Erstmal, gab es in dem Buch für Sie überhaupt irgendwas Überraschendes? Also ich meine, Sie kennen die Lebensgeschichte, Sie haben ihn 60, 70 Jahre also auch begleitet. Gab es was surprising? May I say this? Sure. I'm not used to public speaking in German. Yes, there were a few things that were interesting to me that I hadn't known before. Mm-hmm. And so it was between the two of us,
it was a wonderful experience to dig things out and remember things. Also für sie war auch nicht alles bekannt in dem Buch. Es gab durchaus Dinge, die neu waren, und sie fand das eine wunderbare Erfahrung, dass sie gemeinsam gegraben haben nach dieser Erinnerung. Could you give us an example? Gibt es vielleicht ein Beispiel für irgendwas, was wirklich ganz neu war für Sie? Sie spielen eine große Rolle in dem Buch. Es wird viel erzählt, auch über Ihre Agententätigkeit, Ihre Schmugglertätigkeit, als die Mauer noch nicht stand, Ost-West, sie konnte ja gut rüber, sie hat wirklich versucht, Leuten auch im Osten zu helfen. Das ist eine sehr aufregende Geschichte auch. Aber was ist wirklich vielleicht für Sie ein neuer, interessanter Aspekt? Man redet ja als Ehepaar auch nicht jeden Tag über das, was man gemeinsam erlebt hat. Well, to find out the intricacies of his relationship with his father and his mother, and these are things that you don't always talk about every day. And these things were brought out and thought about, and so we both were able to find out things that we knew about his family that we didn't share together. Ja, sure. Also es ist in der Tat so, nicht, man redet, sagt sie auch als Paaren und ihre Leute nicht ständig über das, was gewesen ist. Sie fand besonders diese sehr, auch sehr widersprüchliche Beziehung zu den Eltern, zu seinen Eltern sehr interessant, zumal sie ja zu der Zeit sich noch nicht kannten. Also die Dinge, die da erzählt werden, die sind auch für sie sehr wichtig gewesen, auch im Buch und natürlich auch erarbeitet. Alan, wie war es bei Ihnen jetzt als Kind? Es gibt noch einen Sohn, dazu sagen, als Kind. Ich kann mir vorstellen, das ist ja auch Teil Ihrer Familiengeschichte, die ja eine gemischte Geschichte ist, eine deutsch-amerikanische. Not so much. You know, I spent a lot of time with my Oma and we had so much fun, but the war was something that you never talked about, ever. And so I learned a lot reading this book, a lot. And it was also interesting to me about the, that he was surprised about the segregation in the South, because that's something I've lived with my whole life and I just thought everybody knew about that. But when he came as a student, it was all new to him. Ja, also für Ellen war es doch anders, als ich dachte, weil also der Krieg hat gar keine große Rolle gespielt in den Gesprächen, auch nicht mit der Oma. Also das war für sie doch wirklich auch nochmal eine ganz andere Sicht auch auf die Geschichte und genauso eben über die Rassentrennung in den USA, was im Buch ja eine große Rolle spielt, worauf wir auch noch natürlich zu sprechen kommen. Sie dachte, jeder würde davon vielleicht wissen, aber dann schildert sie ja genau, wie er in die USA kommt, wie er, im Buch kann man es ja dann lesen, wie er diese Erfahrung macht und auch verarbeitet. So, thank you very much again. It's great to have you here. Thank you. Welcome. Have a great night. Thank you. Okay. Und damit haben Sie auch gut übergeleitet, finde ich, jetzt zu unserem Gespräch über erstmal die Kindheit natürlich. Ach so, ja, danke schön. Über die Kindheit, weil ich muss auch dazu sagen, das war für mich im Buch eigentlich das Berührendste. Also wie Sie die Kriegszeit schildern, Ihre Familie, vor allem Ihre Mutter, die Nachkriegszeit, die schwere Zeit, über die auch schon gesprochen wurde, das hat mich persönlich sehr berührt. Und ich kann mir denken, auch für Sie beim Erinnern, sind das natürlich sehr berührende, wichtige Augenblicke, das nochmal zusammenzuholen? Ja, als Kind merkt man das ja nicht so, dass sobald der Krieg kam, die Mutter praktisch die Familie leitete. Und das war in Deutschland ja üblich damals, nicht? Die Männer waren weg und die Frauen leiteten die Familie. Und meine Mutter hat das fabelhaft gemacht und uns da durchgebracht. Und dafür bewundere ich sie. Nicht? Und auch nach dem Krieg, da war es ja eigentlich in mancher Beziehung noch schlimmer. Ich muss zugeben, da ich nicht einer der Verfolgten war, unsere Familie, hatten wir, glaube ich, während des Krieges noch die meiste Zeit genug zu essen. Und das ging natürlich auf Kosten der Leute im Osten, wo die Deutschen die Getreide einsammelten und nach Deutschland zurückbeförderten. Insofern, wenn man sagt, ich bin als Kind da im Krieg gewesen und war ganz unschuldig. Unschuldig war keiner, der damals lebte. Auch wir Kinder nicht, denn wir waren gut ernährt, während andere Leute im Russland und Ukraine und so weiter verhungerten. Insofern ist die Schuld auch uns zuzuschreiben. Indirekt, selbst wenn wir persönlich damit nichts zu tun hatten. Und ich nehme das nicht als Entschuldigung an, dass ich also hier jetzt ein unschuldiges Kind war. Aber nach dem Krieg natürlich war es besonders schwierig, weil mein Vater war noch in Gefangenschaft für 5 Jahre. Und
und in Berlin zu überleben, wissen ja viele von Ihnen selbst vielleicht noch, war kein Picknick. Auf diese große Frage der Schuld und auch der Sühne, das ist ja ein wichtiges Thema, wo würde ich später gerne nochmal zurückkommen, wenn Sie dann in den USA sind. Aber lassen Sie uns einen Augenblick noch bei dieser auch sehr liebevoll geschilderten Figur Ihrer Mutter bleiben, weil ich sehe natürlich auch in Ihrer Mutter bestimmte Eigenschaften, die sie Ihnen weitergegeben hat, die später, auch wenn es dann bei Riesenkonzernen war, ganz nützlich war. Ihre Mutter war schon eine gute Unternehmerin, also nach dem Krieg Wolle, also das war kein Millionenunternehmen, aber sie hat damit die Familie ja durchaus gestützt. Ja, sie hat ein Strickwollengeschäft eröffnet bei uns so zu Hause. Und damals gab es ja sowas, also man musste sich selbst alles zusammenstricken. Und sie hat das prima gemacht. Sie war eine Tochter eines sehr erfolgreichen Unternehmers in Hagen, Westfalen, der die Heiderwerke geleitet hat. Und sie hat auch schon dort als mitgeholfen als Kind und hat geschäftliche Sachen und Buchführung und so weiter alles gekonnt. Und das ist prima gelaufen, bis mein Vater zurückkam. Ja. Genau, auch interessant. Noch einen Augenblick, diese Unternehmertätigkeit. Sie schreiben im Buch so schön, all das, was Sie da auch erlebt haben als Kind, also Hunger, das war eine allgemeine Erfahrung. Hamsterfahrten, nicht, in die Umgebung, man versucht hat, irgendwie für einen silbernen Löffel vielleicht einen Huhn zu bekommen oder so. Hätte sie dann doch, ohne dass sie es idealisieren, vielleicht geprägt und vielleicht sogar für später geprägt? Erfahrungen, die sie dann später vielleicht nutzen konnten oder mussten sogar? Ja, das, was mir bei mir der Fall ist, dass es mich nie gestört hat, wenn man... Ich denke immer, wenn ich auch morgen alle mein Geld verliere, dann ist auch gut, okay, es spielt keine Rolle für mich. Und ich bin sehr erfolgreich geworden und jetzt verschenke ich das Geld, das ich gemacht habe und unterstütze wie die American Academy und das Jüdische Museum in New York, in Berlin und New York und andere Unternehmen und Colleges und so weiter. Und wenn man mit einem Silberlöffel im Mund, sagt man das auf Deutsch auch, geboren ist, dann ist es manchmal schwierig, Rückschläge zu verwinden. Ne? Und das war bei mir nicht der Fall. Und Sie schreiben ja auch, dass die Eltern, auch wenn sie den Vater dann sehr kritisch sehen, da kommen wir noch drauf, durchaus nicht interessiert waren an materiellen Werten. Es ging darum, die Familie durchzubringen, aber nicht irgendwelche Reichtümer anzuhäufen. Nein, oder so. Ganz genau. Ja, ja. Das war ziemlich Ihre Art. Sie haben gerade schon gesagt, der Vater kehrt wieder aus der Kriegsgefangenschaft, ich glaube 1949 war das dann. Und dann passiert was sehr Interessantes, auch nicht untypisch übrigens für deutsche Familien in der Zeit, ich glaube in Ost und West. Die Mutter hat so ein Selbstbewusstsein, sie hat so stark gearbeitet, für drei Kinder ja, ne? Ja, drei Kinder. Hat da wirklich die Familie hochgehalten. Plötzlich kommt der Vater wieder, überhaupt die Männer kommen wieder und kommen mit dieser Rolle gar nicht klar. Die wollen eine Position wieder einnehmen, die sie längst verloren haben. Wie war das bei Ihnen? Ja, es ist halt für meinen Vater, glaube ich, als ob die Zeit stillgestanden hat. Nicht? Und wir waren Kinder und wenn man 5 Jahre älter ist, und auch während des Krieges haben wir ihn kaum gesehen, dann war er für uns wie ein Fremder. Nicht? Und er wollte also wieder da sein, wo er 1939 war. Und das ist nicht gelungen. Nicht? Und das hat zu Konflikten geführt. Auch die Position Ihrer Mutter, also er wollte eigentlich, dass sie... Ja, er war metallurgischer, er war ja Ingenieur. Luftfahrtingenieur, aber das ging ja nach dem Krieg nicht weiter. Und da ist er dann, hat er Metallurgie studiert gehabt und dann ist er in Westen untergekommen, in Oberhausen ziemlich primitiv gewohnt. Und da ist meine Mutter nicht mitgegangen. In Berlin geblieben. Und so war er wieder weg. Mhm. 6 Monate zu Hause und dann war er wieder weg. Und das hat sich also nie wieder richtig eingespult. Wie würden Sie das Familienleben überhaupt beschreiben? War es in dem Sinne eine Familie durch Krieg, durch Nachkriege eigentlich auch zerrissen? Ja, es war nicht so, nicht ganz, ganz klar, nicht so eine Familie, wie wir sie dann gebaut haben. Nicht? Also die eng zusammenlebt und so weiter. Der Vater war uns ziemlich fremd. Und wir wollten auch, mein Bruder und ich, mein Bruder war mehrere Jahre älter,
wollten wissen, wie er Nazi geworden ist und warum und so weiter und so weiter. Und da hat er nie ein Wort drüber gesprochen. Auch über seine Kriegsgefangenschaft hat er nicht gesprochen. Das war aber üblich, dass sie, ich glaube, die Kriegszurückkehrer sprachen nicht darüber. Das ist auch üblich im Vietnamesischen Krieg. Die Überlebenden und Zurückkommenden wollen nicht darüber reden. Auch viele Juden, die im Holocaust entkommen sind, und Sie wissen das von Ihrem sehr guten Buch Gerda Schweigen. Die hat geschwiegen für viele Jahre und lebt in New York und hat Unheimliches durchgemacht. Das haben Sie sehr, sehr gut beschrieben in dem Buch. Vielen Dank, danke schön. Ihr Vater war NSDAP-Mitglied. Sie haben sich damit dann sehr intensiv auseinandergesetzt, hat diese Erkenntnis dessen, was in der Nazizeit passiert ist, das Bild des Vaters bei Ihnen auch verändert? Haben Sie ihn dann noch mit anderen Augen gesehen? Ja, meine Frage ist immer, was hat er gewusst? Er war im Krieg, nicht? Er war in der Luftwaffe und war auch an der Ostfront. Die Luftwaffe war ein bisschen anders, weil die nicht, also eine Infanterie waren und ich glaube, die hatten nicht Leute erschossen, das war in der Luftwaffe nicht so der Fall, aber man weiß ja nie. Und hat er gewusst über die Konzentrationslager? Und was hat er überhaupt gewusst und warum ist er überhaupt Nazi geworden? Er hatte alle die selben Gefühle über Versailles und dann kam die Depression, dann kam Hitler und er war also der Erlöser. Und er arbeitete für die Junkers und die waren in der Luftfahrtindustrie und das wurde auf einmal angekurbelt. Das war für ihn gut, beruflich. Vielleicht war es sogar notwendig, dass er der Nazi-Partei beitrat. Aber selber hat er darüber nie gesprochen. Und das blieb ein Rätsel, selbst als ich schon in den USA war. Und deswegen habe ich mich damit sehr befasst, als ich erstmal da war. Denn in Deutschland nach dem Krieg gab es überhaupt keine, für mich, in den Schulen wurde das Thema nie berührt. Dieselben Nazi-Lehrer, die in der SS waren, unterrichteten mich. Das war eine ziemlich interessante Zeit. Es hat Jahrzehnte gedauert in Deutschland, bis das zu Ende ging. Und die Deutschen sich mit der Nazi-Zeit ehrlich befassten. Sie schreiben ja auch darüber, wie sich bei Ihrem Vater bestimmte antisemitische Vorurteile oder überhaupt eine antisemitische Haltung geradezu verfestigt hatte. Ja. Also auch das konnte man ja oder kann man ja auch beobachten, wie bestimmte Dinge einfach immer noch da sind, unverändert. Er war antisemitisch, ja. Und auch später noch hat meine Frau selbst erfahren. Und das ist unverzeihlich. Unverzeihlich. Und gehört zu meiner Familie, leider. Und in diesem Buch habe ich versucht, richtig ehrlich zu sein, nichts zu vertuschen und hoffentlich ereignen sich solche Sachen nicht wieder. Man weiß aber allerdings das nicht. Ja, aber das haben Sie ja sehr zu Recht vorhin noch bemerkt, dass es ein ganz schonungsloses Buch ist, nicht? Also auch mit den eigenen Erfahrungen, mit der eigenen Familie. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, weil wir es vorhin so betont haben mit der Oral History, trotzdem liefert Karl die Kontexte. Also Sie werden immer erfahren, was ist gerade in Berlin passiert, ist die Mauer gebaut worden, Luftbrücke, Rosinenbomber oder eben in den USA, welche Entwicklung ist gerade da. Also es wird schon die persönliche Geschichte auch eingebettet in den großen historischen Zusammenhang, auch was Sie ja gerade gemacht haben. Und Sie haben ja auch, das würde ich schon auch nochmal gerne aufgreifen, so wie Ihre Mutter ein Unternehmen gegründet hat, selbst ja auch ein Unternehmen gegründet. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt super erfolgreich war. Das war so eine Art Schülerzeitung, aber es war immerhin eine Zeitungsgründung. Und da haben Sie auch erst mal geschrieben. Das heißt, war Ihnen schon wichtig damals. Das war Taschengeld, nicht? Ja. Das ich ja nicht von zu Hause nicht bekam. Aber das habe ich mir verdient, indem ich diese Zeitung geschrieben habe. Und alle Verwandten mussten die lesen. Und, kaufen auch. Mussten sie abonnieren natürlich. Und dann hatten sie immer, war die Erwartung, dass sie das Mehrfache des Abonnementgebühren dann an mich schicken. Nicht? Und dabei habe ich ein bisschen Geld verdient. Das habe ich dann auch viele Jahre lang weitergemacht. Und ich wollte eigentlich Journalist werden, wie Sie.
Gut, dass Sie es nicht geworden sind. Seien Sie froh, dass Sie es nicht geworden sind, weil ich glaube, dass die Einkommensspanne, ich will jetzt nicht jammern, aber nein, es ist schon unterschiedlich, es ist schon gut. Aber welchen Einfluss hatte dann faktisch jetzt dieses journalistische Arbeiten? Sie haben richtig auch Rezensionen geschrieben und so, Texte sind zum Teil nachzulesen im Buch, ganz schön, ganz flüssig und so. Welchen Einfluss hatte das auf Ihr späteres Wirken? War das wichtig für Sie, dass Sie es mal gelernt haben oder gemacht haben? Es, für mich waren Zeitungen immer eine große Sache. Mhm. Und bis heute. Und insofern interessiert mich die ganze Produktion von Zeitungen, die, wie Zeitungen zustande kommen, die tägliche Sache und natürlich heute, wo die meisten Sachen online sind, mhm. ist im Prinzip das immer noch Journalismus mhm. und das Gleiche. Und für mich ist das also sehr interessant geblieben mhm. und natürlich auch von Nutzen. Obwohl das schon auch ein aussterbender Zweig ist, also so traurig wie es ist tatsächlich, also die gedruckte Zeitung, das Blatt Papier, ich habe mal das Gefühl, ja, das ist, unsere Enkel werden das gar nicht mehr wissen. Das ist schade, das ist. Ja. Die werden dann sagen, was ist denn das, Opa, erklär mir mal da so eine Zeitung, ja. Aber es ist eine andere Sache. Natürlich, das Buch heißt ja bewusst natürlich, also in Deutschland von Berlin nach New York. Und dieser Sprung, das haben wir auch vorhin gehört, der war bei Ihnen ja relativ früh. Also, dass Sie da hingegangen sind, das hat, glaube ich, auch mit Ihrem Bruder zu tun, diesen Mut dann zu finden. Mein Bruder hat Jura studiert und war nach dem Studium angestellt bei einem jüdischen Rechtsanwalt, der hieß Eckstein, der war aus den USA zurückgekommen und er machte Wiedergutmachung. Wiedergutmachung war ja damals sehr im Schwung und das Geld kam von der Bundesrepublik. Die Ostzone hat nichts gemacht, für, soweit ich mich erinnere, für jüdische Überlebenden, Familien. Und die Klienten mussten also von einem Anwalt vertreten werden, der das dann machte und die ganzen Anträge stellte und so weiter. Das hat mein Bruder gemacht und im Laufe dessen kam er dann auch für ein Jahr nach New York, um mit Klienten direkt zu arbeiten. Und da hat er wurde er und seine Frau eingeladen nach Duke University zu dem Campus und ein Freund der Familie meiner Mutter, der auch Jude war und ausgewandert ist, war dort Professor der Psychiatrie. Und mit dem hat mein Bruder gesprochen und gesagt, ja, ich habe einen kleineren Bruder, der müsste besser Englisch sprechen lernen. Wir sind beide auf einem humanistischen Gymnasium gewesen. Glauben Sie, dass der mal hier studieren könnte in den USA? Und das hat der sich, war ja auch in Deutschland groß geworden, sagte, ja, das würde gehen. Möglicherweise. Und dann habe ich mich an verschiedenen Universitäten beworben und bin auch an ein paar angenommen worden, aber die Duke hat die einzige, die mir ein Stipendium gegeben hat. Mhm. Und das war sehr wichtig. Und deswegen bin ich da gelandet. Mhm. Ich hatte also selbst persönlich zu der Zeit gar keine Pläne auf Auswanderung. Mhm. Bin auf ein Studienvisa rübergegangen. Mhm. Und dann mich aber sofort eingelebt und das war also nicht sofort, aber nach ein paar Monaten ging es schon. Ich will nur ganz kurz ergänzen, wegen der historischen Gerechtigkeit, wenn Sie natürlich als Jude oder Jüdin das KZ überlebt haben in der DDR, galten Sie als Opfer des Faschismus und hatten einen eigenen Ausweis und es gab bestimmte Vergünstigungen. Also das finde ich schon wichtig, das zu sagen. Ja. Nicht unbedingt Rückübertragung und Entschädigungsdinge, aber als Opfer des Faschismus galt man dann schon, das weiß ich also das sehr genau. Das aber es ist dann im privaten Bereich, dass man eine Wohnung bekommen hat vielleicht und bestimmte Dinge. Das als KZ-Häftling, aber ehemaliger. Aber sagen Sie uns doch mal, wie war das jetzt überhaupt, ich will mir das mal so vorstellen, Sie kommen aus dem kriegszerstörten Berlin, das beschreiben Sie im Buch übrigens sehr eindrucksvoll, Sie haben ja eigentlich am Stadtrand gewohnt, das Haus der Eltern war am Stadtrand und dann die erste Fahrt, 43 glaube ich, in die Stadt rein und die ersten Bombenangriffe und das zu sehen, dieses Entsetzen, das beschreiben Sie sehr genau. Wie ist das, wenn man jetzt plötzlich aus so einer Stadt nach Amerika kommt? Ja, also man merkt sofort, dass man im tiefen Frieden ist. Hm. Nicht? Das waren 57, das waren die Eisenhower-Jahre. Und damals war sehr viel Ruhe
Amerika hatte den Krieg gewonnen und Prosperity war also zurückgekommen. Der Aufholbedarf vom Krieg wurde gesättigt. Alle Leute hatten Arbeit und das war für mich wie ein Wunder, muss man schon sagen. Nicht? Es waren ja erst 12 Jahre nach dem Krieg. Ja. Und und in New York zum Beispiel, wo ich ankam mit einem Ozeandampfer, war überwältigend, ganz klar. Und dann bin ich aber sofort am gleichen Abend noch runter nach North Carolina und das war eine vollkommen andere Welt. Und da ist die Uni auch, die Duke University. Da war die Uni, ja. Und da war es, irgendwie war ich in New York besser zu Hause als da unten. Und das, das geht mir heute noch so. Wohnsinn. Kann man auch gut verstehen. Ich, übrigens, das ist so ein bisschen Nebengedanke beim Lesen des Buches, wie toll das eigentlich auch ist, wenn man die Zeit hat, mit dem Schiff dahin zu fahren. Also heute fliegen wir in 8 Stunden, glaube ich, ist man in New York vielleicht sogar schneller. Das ist doch eine ganz andere Erfahrung von Entfernung. Also dieses Fahren und dann die Stadt sehen, wie früher auch die Einwanderer, ist vielleicht doch nochmal ein anderes Erlebnis. Gott sei Dank bin ich nicht wie Greta Thunberg jetzt. Ja. Gut, so weit muss man es ja nicht. So weit muss man es jetzt nicht. Wir fahren immerhin einen Ozeandampfer. Ja. Ne? Ja, ja. Aber es hat 10 Tage gedauert. 10 Tage, Gut, die hat nur 14 Tage gebraucht. Ja, genau. Die Zeit hätten Sie heute auch sowieso nicht mehr als Geschäftsmann, ist ganz klar. Sie sind dann an der Universität und das ist im Buch dann, wie gesagt, nicht mehr das absolute Hauptaugenmerk, aber trotzdem fand ich es schon sehr interessant, wie Sie, haben wir schon gehört, anfangen plötzlich von dort aus die deutsche Vergangenheit und damit auch die eigene Familienvergangenheit zu reflektieren. Vielleicht war das sogar gut, dass Sie so weit weg waren. Diese Entfernung? Ich glaube auch, denn wir hatten uns in meiner Schulzeit damit nicht befasst. Mhm. Und irgendwie war ich auch selbst nicht neugierig genug. Natürlich haben wir meinen Vater befragt und wir wussten natürlich, was der Holocaust und was da passiert war. Aber da es in der Schule nie vorkam und die neue Regierung der Bundesrepublik eine ganze Menge Nazis hatte, auch genau wie wir Lehrer hatten, die Nazis waren, das war beinahe unvermeidlich in der Zeit. Und viele Verbrechen wurden so ein bisschen, sagen wir mal, unter den Boden gekehrt. Und dann kam ich ganz zum Zufall auf diese Sammlung des Völkischen Beobachter, die NSDAP-Zeitung. Die hatten in Duke eine vollkommene Sammlung von 32 bis 45, jede Ausgabe des Völkischen Beobachters, und zwar die Originalpapiere, nicht? Also die nicht im Mikrofilm. Und da habe ich gesagt, jetzt denke ich mich mal zurück ins Jahr 32. Und Hitler kommt an die Macht. Nicht? Das war ja, glaube ich, in 32. 33, ja. Ja, später. Und vielleicht fing es auch schon ein bisschen vorher an, die Völkische Beobachter. Und so, jetzt ist er an der Macht und jetzt passiert alles Mögliche. Und das wird hier im Völkischen Beobachter auch beschrieben, an der täglichen Basis. Und jetzt denke ich mir mal, das sind meine Eltern, die diese Zeitung lesen. Meine Eltern haben eine andere Zeitung abonniert, die hieß die Deutsche Allgemeine Zeitung, die ich während des Krieges später auch gelesen habe. Die war also ursprünglich so bürgerlich normal, wurde dann aber natürlich auch Nazi-Zeitung, aber nicht so schlimm wie der Völkische Beobachter. Und, aber da konnte man ziemlich genau lesen, was alles vorkam und die Begründung, warum das gemacht wurde, vor allen Dingen, was mit den Juden geschah, nach und nach, Akademiker, andere Berufe und so weiter, war alles da. Ich meine, es war alles zu lesen. Und da habe ich gesagt, na, da wundere ich mich so darum, dass so viele Deutsche nach dem Krieg gesagt haben, davon wussten wir nichts. Das ist eigentlich nicht möglich. Das heißt, so heißt es auch im Buch und Sie schreiben ja auch, es hätte ja gereicht, Mein Kampf zu lesen, was ja auch wahrscheinlich viele getan haben. Auch da war ja eigentlich deutlich gesagt, was er vorhat. Auf der anderen Seite, das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken im Buch, gerade heutzutage. Ich sage mal ganz persönlich, wenn Sie es erlauben,
Flucht und Vertreibung, Zerstörung der deutschen Städte, Hunger und so weiter und so fort, scheint mir ganz bewusst übrigens teilweise die Erinnerung zu überlagern in Deutschland. Also es sieht fast so aus, als sei der Krieg nur zurückgekommen, niemals hier losgegangen. Sie betonen ganz deutlich, alles, was uns passiert ist, auch was Sie beschreiben, Hunger, Not, Elend, war ja furchtbar, ist nichts im Vergleich zu dem, was die Deutschen angerichtet haben in diesem Krieg, vor allem im Holocaust. Also ich finde es ganz wichtig, dass Sie diese Gewichtung nochmal, eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, aber man kann es nicht oft genug sagen. Also man muss, glaube ich, verstehen können, erstmal ist ganz klar, dass Hitler den Krieg angefangen hat und damit die ganze Katastrophe losging. Und auch die Angriffe auf London kamen, ehe die Rückangriffe kamen. Und das war alles eine Reaktion auf das, was Hitler getan hat. Und ich weiß noch, wie ich am Ende des Krieges, las ich ja die Zeitung schon, und als die Deutschen noch sehr stark an der Ostfront kämpften, weil Goebbels sagte, dass also die deutschen Frauen werden vergewaltigt und so weiter. Und man muss das deutsche Blut irgendwie retten. Aber die Deutschen hatten Ähnliches bereits in Russland getan. Nicht? Also man kann, ich meine, es ist alles Verbrechen. So und so. Nicht? Und die Bomberei da von Dresden, das war unangebracht. Aber man kann den Alliierten im Prinzip nicht zu Schulde kommen lassen. Das war Krieg. Für die war Krieg, war Krieg. Für die Deutschen war es Krieg, war nicht Krieg. Das haben die Deutschen auch gesagt. Krieg ist Krieg, da passieren viele schlechte Sachen. Aber die Ermordung, der Völkermord der Juden und andere Minoritäten, das hatte mit dem Krieg überhaupt nichts zu tun. Und das macht den Unterschied, glaube ich, zum Ersten Weltkrieg auch. Also wie gesagt, eigentlich sind das Selbstverständlichkeiten, ja, die man aber nicht oft genug wiederholen kann und vor allem jetzt gerade besonders deutlich mal wieder sagen muss. Und das machen Sie dankenswerterweise in Ihrem Buch. Genauso wie, da sind wir wieder auf der persönlichen Ebene, natürlich auch von Ihrer Scham sprechen, von Ihren Schuldgefühlen. Wie war das nun gerade auch als Deutscher, dieses Bewusstsein zu entwickeln in Amerika, im Ausland? Ja, ich war immer drauf bereit darauf zu hören, wie man mir das vorwirft. Ne? Und ich war eigentlich überrascht, wie wenig das passierte, kaum passierte. Die Menschen waren unheimlich höflich und sie wussten irgendwie, dass ich ein Kind gewesen war und das haben sie als Entschuldigung angesehen. Ich war ja nicht in Nürnberg im Prozess verurteilt worden. Ne? Und da waren die Leute wirklich sehr objektiv und sehr nett. Und übrigens, viele Amerikaner haben den Krieg so richtig gar nicht miterlebt. Das war so am Rande für die, weil der Krieg ja nie nach Amerika kam. Und natürlich wurden viele eingezogen, aber es war immer noch eine kleine Minorität. Ich glaube, der Krieg wurde mehr persönlich erst mit dem Koreakrieg und Vietnam für die Amerikaner. Und viele Leute hatten von Deutschland überhaupt keine Ahnung. Ne? Jemand hat gesagt, wo kommst du her? Deutschland, wo? Berlin? Da hat er mich gefragt, kann man da mit dem Auto hinfahren? Also die geografischen Kenntnisse der Amerikaner sind, sagen wir mal, zum Teil beschränkt. Trotzdem nochmal die Frage mit dieser, weil es so ein wichtiges Thema im Buch ist, diese Schuldgefühle können ja auch sehr lähmend sein. Also wenn man sich so versenkt darin, kann es dazu führen, dass man gar keine Aktivität mehr entwickeln kann. Sie haben es anders gemacht und Sie haben es gesagt, bis heute, was Sie tun, hat ja auch damit zu tun, mit dieser Grundsatzerfahrung. Also wie haben Sie es auch geschafft, sozusagen aus dieser ja furchtbaren Erfahrung und Erkenntnis, das umschlagen zu lassen, dann in Aktivität, in weiter studieren, arbeiten, erfolgreich sein und eben dann auch noch Gutes da tun? Ja, und ich habe immer so ein bisschen im Untergrund gedacht, na, du bist auf deutscher Abstimmung, wird das gut gehen? Ne? Wann kommt es los gegen mich? Und die Objektivität und die Weise meiner Kollegen und Geschäftsfreunde,
mich zu sehen, was ich tat, also als, im Gegensatz zu, was ich mal war oder gewesen sein könnte, das war ziemlich erstaunlich. Und ich bin gerade in New York auch, da ich meistens im Finanzwesen tätig war, sehr viel natürlich mit ehemaligen Opfern des Nazi-Regimes zusammengekommen. Und die waren unwahrscheinlich nett und wirklich besser, also sie haben es besser verstanden, als ich es selbst hätte möglich, für möglich gehalten. Es gibt noch eine andere, zweite wichtige Erkenntnis in dem Buch, das spielt schon eine größere Rolle. Eben, wir sind noch in anderen Zeiten, also Segregation, Rassentrennung, es sind ja auch heute unvorstellbare Dinge. Also er hat Louis Armstrong persönlich kennengelernt, worum ich dich sehr beneide. Karl, eine tolle Sache. Autogramm, das gibt es heute noch in der Sammlung der Familie. Aber als Louis Armstrong da spielt, sitzen die Schwarzen, ich glaube, auf dem Rang oder? Auf dem Balkon. Auf dem Balkon und unten sitzen die Weißen und feiern den schwarzen Jazz da. Es ist halt unvorstellbar eigentlich. Ja. Wie war die Erfahrung dafür, Sie das zu sehen, das zu erleben? Das war ganz erstaunlich. Da war ich überhaupt nicht vorbereitet. Dass diese Elite-Universität also Rassentrennung hatten. Da waren keine Schwarzen außer denen, die dort arbeiteten, ne? Die Betten machten und im Heizkeller arbeiteten. Und das zu akzeptieren war wirklich schwierig. Und Gott sei Dank, viele der Studenten, denen gefiel das auch nicht, auch von Studenten der Südstaaten. Mein Stubengenosse zum Beispiel, der später im Außendienst war, der war auch mal Konsul in Hamburg, Generalkonsul in Hamburg. Ich muss General sagen, weil Hamburg eine wichtige Stadt ist, Herr Kasper. Die haben da auch ein weißes Haus gehabt, den habe ich da besucht. Mhm. Und der war, schon damals hat er mit anderen Studenten demonstriert gegen die Rassentrennung. Aber das hat noch ein paar Jahre gedauert, ehe das endlich beendet wurde. Das Buch geht bis 63, glaube ich. 63, ja. Also da geht die Bürgerrechtsbewegung ja wirklich erst richtig los und verändert viel. Ne? Ja, es war noch ziemlich ruhig, als ich da war. Das ist erstaunlich. Und das ist schon so lange her, dass die Rassentrennung Gesetz war in den Südstaaten nur. Nicht? Und die Duke University war in den Südstaaten, war damit daran gebunden. Und deswegen gab es sehr wenige ausländische Studenten, weil die Regierung keine Austauschprogramme erlaubte zwischen Universitäten, die Rassentrennung hatten, und Europäern und Ausländern. Und ich hatte mich privat beworben, das war dann anders, und da gab es ein paar andere Studenten noch, aber sonst war es, heute gibt es über 1000 chinesische Studenten allein an der Duke University. Ne? Ja. Wie war für Sie diese Erfahrung der Rassentrennung, des Rassismus, nennen wir es mal so, wie es eigentlich ja ist, ne? Es ist blanker Rassismus gewesen, auch mit dem im Hinterkopf, was Sie gelernt haben über die Nazi-Zeit. Sie stellen ja die Verbindung her. So groß wie der Unterschied auch ist, aber es ist ein Nachdenken über Gemeinsamkeit in dem Augenblick. Es gibt gewisse, ich nenne das ein Echo, weil nichts lässt sich mit dem Holocaust vergleichen. Ja. Nicht? Man, das ist unique, einmalig und kann nie verglichen werden mit irgendwas. Aber es gibt Ähnlichkeiten. Und was den Schwarzen passiert ist, seit sie importiert wurden, nach Amerika, das ist ja, geht bis auf 1619 zurück, ist unglaublich. Ich lese jetzt gerade ein Buch über die Rekonstruktion. Lincoln hat ja die Freiheit der Schwarzen erklärt und nach dem Bürgerkrieg, der ja sehr blutig war, gab es eine Zeit, wo die Schwarzen auf einmal das Wahlrecht hatten und sogar in gewisse Parlamente einzogen, sogar in den Kongress. Und dann der nächste Präsident, Johnson, hat das alles wieder zurückgemacht. Da war so viel Opposition in den Südstaaten dagegen, dass praktisch diese ganze Emanzipation wieder rückgängig gemacht wurde und die Schwarzen wieder verschwanden in der Unterklasse. Und das war so bei 1880 schon der Fall und hat
war noch der Fall, als ich da war. Mhm. Also das sind eine lange, lange Zeit. Es war nicht zu vergleichen mit dem Holocaust, aber es war diese Idee of separate but equal, separat, aber das gleichwertig, das ging natürlich nicht. Die hatten überhaupt nicht die gleichen Schulen und so weiter. Das war alles nur Politik. Mhm. Die Wahrheit war anders. Und das habe ich die Wahrheit gesehen. Mhm. Und das war erschütternd. Mhm. Auf der anderen Seite, und ich wollte noch sagen, Sie haben natürlich auch gleich die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wir haben ein Saalmikrofon, das Sie dann bitte nutzen, damit wir Sie alle hören können. Ich würde vorher noch eine Frage unbedingt stellen, wo ein Thema noch aufwerfen, damit das Bild natürlich auch rund wird. Selbstverständlich spricht aus dem Buch auch eine Riesendankbarkeit für die USA. Sie sind jetzt amerikanischer Staatsbürger. Es fängt eigentlich schon mit dem Erleben in Berlin an, mit dem Marshallplan, natürlich die Rosinenbomber. Das sind ja alles erstmal sehr positive Dinge, die da kamen. Und es ging in den USA ja weiter. Also Sie empfinden für dieses Land eine Dankbarkeit. Und tatsächlich ist ja Ihr Lebensweg ein Beweis dafür, dass die Dankbarkeit ja doch sehr berechtigt ist. Ja, ich meine, ich bin amerikanischer Staatsbürger geworden, schon so bald wie möglich. Und bin auch sehr zufrieden damit, würde das nicht wieder ändern. Und jedes Land hat Ups und Downs. Wir haben zurzeit einen Down. Aber die Demokratie ist eine der ältesten Demokratien der Welt. Und wir haben dieses Checks and Balances System. Ich glaube, es wird funktionieren. Und wir müssen nur durchhalten jetzt zur Zeit. Ne? Ich glaube, das werden wir schaffen und dann wird es wieder etwas normaler werden. Das wäre eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort für unser Gespräch, mit dieser verhaltenen Hoffnung, so habe ich es empfunden. Aber wie gesagt, wenn Sie fragen, Mikrofon ist dahin, ihr habt das, Dankeschön. Also die beiden Damen würden Ihnen das Ganze zur Verfügung stellen, wenn es Dinge gibt, die Sie wissen wollen, die wir jetzt nicht erschöpfend beantwortet haben. Es steht auch vieles im Buch natürlich. Sie haben netterweise ja schon alle geworben für das Buch. Danke dafür. 22 Euro. Eigentlich nichts mit vielen Bildern. Es ist nicht der Fall. Haben Sie alles? Da, Dankeschön. Sie brechen das Eis. Wenn Sie so lieb sind hier drüben, kommt zum Mikrofon, ist unterwegs. Wir brauchen es für die Leute hinten. Dankeschön. Hier, da, der Halle. Vielleicht vorne anfangen an Ihrer Erzählung zu Ihrem Vater. Wissen Sie, welche Stellung Ihr Vater hatte? Er war ja Ingenieur, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und im Luftwaffenbereich, nicht? Das ist ja zweifelsohne eine militärisch bedeutsame Sache. Und da musste er wahrscheinlich NSDAP-Mitglied sein. Wissen Sie, was er gemacht hat? Und ja, er war im... Das haben wir rekonstruieren können. Er war im Ersten Weltkrieg bereits in der Marine gewesen. Und dann hat er bei Junkers angefangen, und dann haben die mit Lufthansa fusioniert. Und da er im Luftfach war, haben sie ihn dann in den Zweiten Weltkrieg in die Luftwaffe eingesetzt. Und er war erst Hauptmann und dann Major. Und zwar war seine Aufgabe, die Flotte, er war auf Luftstützpunkten, zuerst in Polen und dann im ganzen Balkan bis nach Kreta runter, war er auf Luftstützpunkten stationiert und verantwortlich, die Flugzeuge also zu reparieren und flugbereit zu halten. Und dann, er war in dem Regiment von Rommel, der Sohn von dem Ersten Weltkrieg Rommel. Und dann sind die von dort aus nach der Ukraine gegangen und er ist bis zur Krim gekommen. Und dann, da hat er das Gleiche gemacht. Und dann wollte Rommel weiter nach Stalingrad, aber Hitler hat ihn dann, glaube ich, habe ich Rommel gesagt? Mhm. Richthofen. Entschuldigung, ja, Richthofen. Und der wurde dann nach Frankreich versetzt und mein Vater ist dann nach Italien gegangen, nach Turin.
da gab es die Fiat-Werke und die sind umgebaut worden in eine da haben sie Flugzeuge gebaut. Und da hat er dann eine Weile, 44 oder so, ist er dort gewesen. Und dann ist er wieder nach Berlin zurück und war am Flugplatz Tempelhof am Ende des Krieges, wo sein Büro war. Ja. Danke. Erstmal vielen Dank für den bisher wunderbaren Abend. Ich habe eine Frage, die sich im Zusammenhang von Berlin nach New York, aber offenbar haben Sie ja ganz intensive Beziehungen weiterhin nach Berlin. Gerade mit diesen doch deutlichen auch Schuldgefühlen, obwohl Sie sicherlich in den Augen vieler gar keine Schuld tragen als damals als Kind. Wie ist es Ihnen gelungen? Sie sind jetzt seit 60 Jahren in den Vereinigten Staaten, haben die Staatsbürgerschaft. Wie empfinden Sie Ihre Bindung nach Berlin als sehr eng? Wie ist das gelungen, das zu erhalten, eine positive Verbindung zu Deutschland, zur Geburtsstadt? Ist das rein Familie oder gab es da andere parallele Verbindungen? Vielleicht können Sie darüber kurz reden. Ja, für viele Jahre lang war es nur Familie, die mich nach Berlin zurückbrachte. Und ich hatte eigentlich, ich war etwas anti-deutsch geworden. Mhm. Und erst als Dick Holbrooke die American Academy in Berlin gründete, da war ich eingeladen, geschäftlich übrigens, hatte mit Holbrooke nichts zu tun, war ich eingeladen, aber ich kannte ihn, wir haben zusammen gearbeitet in den USA. Und er war damals der amerikanische Botschafter in Bonn. Und da war eine Konferenz, meistens von Geschäftsleuten besucht, die hieß New Traditions. Das war, als die amerikanische Brigade Berlin verließ. Da war eine große Sache, wurde da gemacht. Und da war ich dabei und da gab es ein Dinner. Und da kam Dick Holbrooke auf mich zu, ein paar andere Amerikaner, Geschäftsleute, und sagt, wir müssen jetzt was machen. Wir können hier nicht einfach aus Berlin abhauen. Wir müssen irgendeine permanente Verbindung zwischen den Berlinern und den Amerikanern haben. Denn Berlin war immer schon besonders amerikafreundlich, wegen der Luftbrücke wahrscheinlich. Und er sagte, wir müssen eine American Academy gründen, damit die besten amerikanischen Intellektuellen deutsche Intellektuelle treffen und einen Meeting Point haben. Und da hat er uns gesagt, ich will euch alle in den Aufsichtsrat nehmen. Und wir haben natürlich nur den Kopf geschüttelt, was kann man da machen? Nicht? Und der war also sehr energisch. Energisch ist gut. Und da bin ich damals dann da reingekommen, in diese Sache mit der American Academy. Heute bin ich übrigens der einzige Überlebende dieser Founders. Und sagt auch was, nicht? Dass ich noch so lange hier bin. Und seit der Zeit komme ich öfter wieder nach Berlin. Mhm. Und ich meine, es hat sich enorm viel geändert in Berlin. Und es ist eine tolle Stadt. Und ich komme gerne her. Und habe auch Verwandte hier, die zum Teil hier sind. Und mir gefällt es immer sehr gut in Berlin. Aber natürlich bin ich jetzt in New York zu Hause. Mein Name ist Manfred von Sperber. Ich habe Ihr Buch mit großem Interesse gelesen. Und ich hatte eine Person, hat mich besonders beeindruckt, die, glaube ich, ihr Leben intensiv bestimmt hat. Und das ist ihr Onkel gewesen, ja, von dem Sie leider bisher noch nichts erzählt haben. Der Hugo. Onkel Hugo. Onkel Hugo war unter anderem der Grund, warum ich nicht Journalist geworden bin. er war ein Veteran des Ersten Weltkrieges, hat beide Beine verloren unter dem Knie und war in der Familie der einzige echte Anti-Nazi. Also
Kein Zweifel dran. Und es war mehrfach beinahe ins Gefängnis gekommen, aber weil er Veteran war und so weiter, haben sie ihn gewarnt und verwarnt und so weiter. Und er hat den Krieg also überlebt. Und danach hat er natürlich sofort Aufträge bekommen. Er war Bauunternehmer und seine Firma war eine der größten privaten Firmen, die Berlin wieder aufgebaut hat, West-Berlin. Und der war Geschäftsmann, durch und durch, hatte aber einen wirklichen Instinkt für Leute und hatte mich irgendwie im Auge und hat mich gefördert. Wenn ich mal Geld brauchte, einmal hatte er eine wunderbare Sammlung von Schallplatten aus klassischer Musik. Alles von Wagner und Beethoven und so weiter. Eine Riesensammlung. Und da hat er gesagt zu mir, du musst mal alle diese Platten abspielen. Du kommst zu meiner Wohnung, spiel die Platten ab und wenn irgendwelche defekt sind, dann lass es mich wissen, dann schmeiße ich sie raus. Und er wollte aber nur, dass ich mich mit klassischer Musik bekannt mache. Der ging nämlich jedes Jahr nach Bayreuth. Und dann hat er mich auch noch dafür bezahlt. Nicht? Also das war Onkel Hugo. Also den habe ich wirklich bewundert. Und er hat mir auch noch später sehr viel zugesprochen, als ich dann selbst erfolgreich wurde in der Wirtschaft. Und das war also ein Segen für mich. Denn der war wie eine Vaterfigur für mich, was mein Vater nicht war. Ja, schön, dass Sie ihn noch mit einführen hier. Ich dachte, wir lassen ein bisschen was zum Lesen, aber das ist aber eine Anregung, weil es eine tolle Figur, haben Sie völlig, völlig recht, sehr warmherzig auch geschildert. Ich glaube, Sie hatten sich noch gemeldet? Ja. Carl, one thing I remember is that in all the years of the American Academy, that your enthusiasm was great for poets, writers, historians, the breadth of guests that we had. But there was one guest that we had in which you were so excited about him. You made us invite him and introduced him, and that was Gail Halvorsen. So yeah. Would you talk a little bit about the Luftbrücke and the candy bomber and what this meant for you? Also Gary ist eigentlich nicht erlaubt, Fragen zu stellen. Aber er kann es nicht lassen. Er wollte also wissen, warum ich Gail Halvorsen eingeladen habe in die American Academy. Und Gail Halvorsen war der Rosinenbomber. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen den kennen. Und der lebt heute noch. Yes. Weit über 90, ne? Ja, weit über 90. Und den habe ich bewundert, weil ich als Kind rumgerannt bin und auch versucht habe, eine der Fallschirme im Tempelhofer Feld mal zu erwischen, was mir nie gelungen ist. Und aber es war eigentlich, und das sage ich in dem Buch auch, man geht hier durch Phasen. Erstmal war man besetzt. Die Amerikaner waren die Besatzungsmacht. Da wurde nicht gesprochen und so weiter. Wir waren einfach besetzt und das haben wir auch akzeptiert. Und dann kam der Marshallplan und das war eine große Erleichterung für ganz Europa, weil man die Fehler von Versailles nicht wiederholt hat. Und dann kam die Luftbrücke für uns Berliner. Und da dachten wir wirklich, jetzt werden wir geschluckt. Jetzt ist Schluss. Das war dann so. Das war unglaublich. Und dass die das dann angekurbelt haben, die Briten und die Amerikaner, da wurden wir wirklich, waren wir begeistert. Denn die haben uns gerettet, zum zweiten Mal eigentlich. Und da wurden das in Bewunderung umgeschlagen. Und dann, als sie anfingen, Fallschirme mit Süßigkeiten abzuwerfen, anstatt Bomben, also das war ja nur 3 Jahre nach dem Krieg. Das war dann das Signal, dass jetzt werden wir wirklich Freunde werden. Und so ist es dann auch weitergegangen mit Amerika. Nicht? Während der ganzen Nachkriegszeit. War sehr wichtig, diese Verbindung.
Und deswegen war es auch für mich besonders interessant, dann nach Amerika zu kommen, um das Land der unbegrenzten Möglichkeiten mal selbst zu besuchen. Und ich habe es nicht bereut. Herr von der Heyden, Ihr Buch endet 1963. Sie schildern davor, wie Sie auch die Schrecknisse des Krieges in Berlin erfahren hatten. Ab 63, 64 engagierten sich die Vereinigten Staaten zusehends in Indochina im Vietnamkrieg. Sie waren dann amerikanischer Staatsbürger. Der Krieg ging 10 Jahre lang. Was hat dieser Krieg für Sie ausgemacht, bedeutet, persönlich? Und wie ist dieser Krieg in den amerikanischen Führungsetagen wahrgenommen worden? Vielleicht eine kurze Antwort, das wäre sozusagen ja ein Ausblick dann auch das zweite Buch. Es wird kein zweites Buch geben, das kann ich Ihnen versprechen. Ja, der Vietnamesische Krieg war der erste Krieg, glaube ich, den Amerika geführt hat, wo die Bevölkerung nicht hinter der Regierung saß. Der Krieg war unpopulär vom Anfang an und genau wie der Irakkrieg. Und und er wurde trotzdem durchgeführt, unter schweren Verlusten auf allen Seiten. Und das war Unsinn vom Beginning zu End. Und ich habe mich nicht bereut, dass ich da nicht eingezogen worden war. Das war immer noch eine Möglichkeit. Denn damals hatten wir noch einen Draft, also Wehrpflicht. Und viele Leute sind dem Draft entkommen. Die Sache war, dass es ein Domino sein würde, wenn Vietnam fällt, fällt die ganze Südostasien. Es war alles Unsinn, denn die Vietnamesen hassen die Chinesen und auch heute noch. Und es ist dann schließlich nachher, heute, wenn man nach Vietnam reist, sind die sehr freundlich und sehr nett, auch in Nordvietnam. Und man weiß überhaupt nicht, warum wir da so viel Blut vergossen haben. Und ich glaube, die Regierung, das waren ja verschiedene Regierungen, ich glaube, sowohl die Republikaner als auch die Demokraten haben sich da nicht besonders ausgezeichnet. Sie haben... Die Führungsetagen war die Frage noch, also wie dies, also in den Managementbüros, wie die Führungsetagen reagiert haben, lässt sich wahrscheinlich schwer generell beantworten. Also für den Rüstungskonzern wird es anders gewesen sein als vermutet. Wir wissen ja, Amerika ist ein so großes Land, dass man praktisch das Geschäft geht weiter, als ob nichts passiert. Das ist eigenartig, ne? Denn der Krieg ging uns zwar nah, aber ein näher als der Zweite Weltkrieg sogar, aber es wurde in der Geschäftswelt kaum drüber gesprochen. Vielleicht hätte es mehr sein sollen, aber wir haben uns meistens aus der Politik rausgehalten. Für die großen Unternehmen ist es wichtig, dass man mit beiden Parteien gut auskommt. Und insofern nicht sich politisch auf die Bühne setzt. Und so ist es nun mal, nicht? Das ist die Realität der Wirtschaft. Sie haben praktisch den zweiten Band nochmal angeschoben. Ich finde das auch sehr gut. Ich meine, wir können alle was dafür tun. Wenn jetzt die erste Auflage innerhalb von ein paar Minuten weg ist, dann ist Karl vielleicht doch überzeugt davon, denn er hat nicht daran geglaubt, dass das Buch so ein Riesenerfolg wird, dann vielleicht doch nochmal zu schreiben, weil ich finde auch, das wäre wirklich sehr spannend. Worüber wir jetzt auch nicht gesprochen haben, ist ja dieser Umschlag vom Studenten zum Manager. Irgendwie muss ja da auch was gewesen sein dazwischen. Aber wie gesagt, es kommt vielleicht in den zweiten Band. Ich darf mich eigentlich für zwei Dinge jetzt noch mal ganz herzlich bedanken. Zum einen, wie gesagt, das Buch gibt es da. Erster Dank ist die Tatsache, und das kann man ruhig mal ganz deutlich sagen, der Empfang, also alles, was wir jetzt trinken, da lädt uns Karl zu ein. Das ist ja schon irgendwie auch nett, finde ich. Ja. Danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, natürlich auch die interessanten Fragen, die Sie auch fortsetzen können beim Empfang. Natürlich können Sie Karl auch ansprechen. Und dann möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass wir teilhaben durften an Ihrem Leben. Vielen Dank, Karl. Vielen Dank auch.
Danke, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich möchte mich auch noch bei dem Herrn Hopp bedanken für den Verlag, bei dem Jüdischen Museum, dass Sie das hier arrangiert haben. Und bei meiner Übersetzerin Barbara von Bechtolzheim, die das also prima gemacht hat. Und ich bin sehr geehrt, dass Sie hier heute uns besucht haben. Vielen Dank.